So. Und für die tolle Auflösung, was das für eine Musik ist. Die kennen wir bereits aus dem ersten Mystery Dungeon. Nämlich war das der zweite Dungeon, die Donnerhallhöhle. Schön daneben hauen. Ah, ist die Treppe. Erwischt gerade die Offenlegung. Ja, typisch. Okay, hier sind zwei Pokémon. Ein Persienband. Wenn die Singlebären hier mal so gut wären, wie sie in Super Mystery Dungeon sind, dann nehme ich noch diesen netten Effekt. Oh, Meditanis lernt eine neue Attacke. Was lernt er denn? Turmkick. Gut, dann machen wir das Gedankengut weg. Treppe gesehen. Was haben wir hier für ein Orb? Radar-Orb, okay. So, hier haben wir Zwischenstation. Einfach nur ein eindeutiges Zeichen, dass wir gleich sowieso einen Bosskampf haben. Dann speichern wir mal wieder in Slow Motion. Schauen wir weiter. Ein Stopper-Orb mal wieder. Wenn die Orbs hier in Bosskämpfen funktionieren würden. Dieser Attack jetzt fehlgeschlagen, kann man das jetzt mal einer sagen? Aha, Erdanziehung verhindert die Attacke. Inwiefern verhindert Erdanziehung den Einsatz von Turmkick? Kann mir das mal einer erklären? Gerade war recht Level 34.
So. Level 33. Okay, was kriegen wir jetzt Neues? Agilität. Oh, das ist sehr gut. Ja. Wir haben eine Agilität. Damit können wir arbeiten. Auf jeden Fall besser als ein Platscher. Sichtsamen, okay. Nummer 2 Orbs. Das Ding hält ganz schön was aus. Warp Orb, Geld. Noch ein Warp Orb. Keine Lust, gegen einen Stahlos zu kämpfen. Ein Erstar Orb. Na gut, können wir wieder in ein paar Monsterräume reinlaufen. Sind wir hier ein Belebersamen? Super. Marom wäre auch gut. Wir haben einen Belebersamen für diesen Kampf. Das ist schon mal sehr schön. Irgendetwas an diesem Ort ist anders. Bis hierhin verlief der Weg eher geradeaus. Verirren unwahrscheinlich, wenn ihr mich fragt. Aber wer weiß, vielleicht haben wir uns bereits verirrt, ohne es mitzubekommen. Oh nein! Sag bloß nicht, dass wir uns verlaufen haben! Was sollen wir machen? Ich denke, wir sollten einfach versuchen, voranzukommen, nicht wahr? Bevor wir den Dungeon betraten, da hatten uns die anderen Erkundungsteams bereits davon erzählt. Das hier ist möglicherweise bereits jenes komplexe Labyrinth. Wir sollten uns also nicht gleich darüber Sorgen machen, ob wir uns bereits verlaufen haben oder nicht. Es könnte doch auch sein, dass das ganz normal ist, da es allen passiert. Versuchen wir es einfach mal so zu sehen. Hilft euch das ein wenig zu beruhigen? Stimmt, so kann man es auch sehen. Bin mir sicher, dass es nicht einfach werden wird. Aber letzten Endes werden wir schon herausfinden, was dahinter steckt, glaube ich. Wie auch immer, gehen wir weiter und finden es heraus. Wartet. Ihr da. Ihr, woher kommt ihr? Das hier ist... Wie konntet ihr übersehen, dass dieses Gebiet Stolos gehört? Echt? Das wussten wir nicht. Hahaha, das wusstet ihr also nicht. Wenn das so ist, dann zeige ich euch mal etwas. Und zwar, was mit jenen passiert, die sich hier unbefugt Zutritt verschaffen. Kommt heraus, Stolrak. Wir zeigen keine Gnade bei unerlaubten Eindringen in unser Gebiet. Und so lauten die Gesetze dieses Landes. Oh, entschuldigt, dass wir euer Gebiet betreten haben, aber wir hatten keine Ahnung. Aber davon abgesehen, glaubt ihr nicht, dass es etwas vorschnell ist, einfach anzugreifen, ohne uns vorher anzuhören? Wir haben diesem Ort nichts getan. Und wir kommen nicht mit der Absicht zu kämpfen. Aber wenn ihr auf einen Kampf besteht, dann bleibt uns keine andere Wahl. Dann werden wir würdige Gegner sein. Ihr seid zweifellos ein paar gut gelaunte Damen. Aber eure Gelassenheit, wie lange könnt ihr sie wohl aufrechterhalten? So, im Angriff, Stolrak. Auf sie! Militanis und Schlapur, nehmt euch in Acht. Sie werden angreifen. Wir werden angegriffen. Seid bereit. Auf geht's. Ach ja, Team Charm. Sie sind so awesome. Wenn sie in einen Bosskampf kommen, dann läuft nicht die Musik vom Boss, sondern ihre Titelmelodie. Okay, bevor wir irgendwas machen, ich muss erstmal ein bisschen Agilität spammen.
Dann... du machst mir bitte keine Offenlegung und... Ja, die anderen zwei darfst du machen. So... Du schläfst erstmal eine Runde. Einer ist schon mal down, das ist sehr schön. So. Was haben wir denn noch hier? Du bist auch mal verwirrt. Da kann man so gut planen, wie man will. Die zerfetzen einen einfach trotzdem. Deswegen hasse ich diesen Kampf. Weil den finde ich einfach nur unfair. Vor allem immer so gemein, dass sie einem die Orbs in den Bosskämpfen nicht benutzen lassen. Infinity war das nämlich wieder vollkommen in Ordnung. Gut, das hat die Bosskämpfe zwar ziemlich einfach gemacht, aber sie waren wenigstens nicht so scheiß unfair. Dann, wenn man keine Raumattacken hat. Das habe ich ja sowieso immer am allerliebsten, wenn man irgendwelche Bosskämpfe hat, bei denen man mehrere Gegner gleichzeitig bekämpfen muss und keine einzige Raumattacke zur Verfügung. Von den dreien lernt nicht mal irgendeiner eine. Es sei denn, man hat Vakuum-Hieb. Das ist, glaube ich, so ziemlich die einzige. Die Stollrack halten auch leider ein bisschen zu viel aus, dass man die mit Vakuumhieb totzergen könnte.
Neuer Versuch. Mal schauen, vielleicht klappt es ja diesmal. Was haben wir denn noch an Items überhaupt? Wenn man die Orbs wenigstens benutzen könnte, das wäre so viel schöner. Aber nein, darf man nicht. Okay, ich sollte vielleicht erst mal wieder Agilität spammen. Staffette ist eine ziemlich riskante Attacke für so einen Kampf, wenn ich das mal so sagen darf. Halten die Viecher überhaupt aus? Hey, sieht zumindest schon mal besser aus als vorhin. Okay. Bevor noch irgendwas weiteres schief geht, esse ich selber noch mal eine Sinnelbeere. Gut, schwierigster Teil von dieser Bonus-Episode ist geschafft. Super, Sie haben verpanikt den Reis ausgenommen. Wir sind Team Charm, unterschätzt uns nicht. Na, immerhin werden wir ja erstmal nicht mehr aufgehalten. Lasst uns weitergehen.